Bonjour aus der Provence. Guten Tag und schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir freuen uns auch, obwohl wir ein bisschen traurig sind, da wir heute wieder abfahren. Wir waren insgesamt 5 Tage auf dem Valenzuela-Plateau. Ich habe schöne Fotos gemacht. Wir haben uns ausgeruht, ein bisschen die Videos geschnitten und sehr nette Nachbarn kennengelernt. Es war sehr, sehr angenehm hier. Wir möchten nicht wegfahren. Aber die Ernte ist im Vorangehen, es wird schon überall abgemäht und wir müssen auch zurück nach Wiesbaden, da ich noch einen großen Zahnarzttermin habe, über den ich eigentlich sehr, sehr glücklich bin. Es war ganz wunderbar hier und ich will euch noch mal von Anfang an ein bisschen über Valenzuela und das Plateau hier beschreiben. Wenn man von Manosque hochkommt, fährt man so eine kleine, sehr hübsche Straße mit vielen Ausweichmöglichkeiten und vielen Parkmöglichkeiten den Berg hoch und dann kommt man oben auf dem Plateau an und man sieht in der Ferne die Berge und dazwischen alles diese lilanen Lavendelfelder und auch ein paar Sonnenblumenfelder, besonders die von Terra Roma, die gleich links am Anfang des Plateaus stehen. Gleich links ist ebenfalls Angelvin, glaube ich, so wird es ausgesprochen, ein Geschäft, wo ich schon seit Jahrzehnten meine Lavendelöle und meine Seifen kaufe. Kein Sponsoring oder nichts. Es ist nur das preisgünstigste, was ich in der Gegend gefunden habe und qualitätsmäßig auch das Beste. Das Valenzuela-Plateau und auch der Stellplatz von France Passion, der mitten in den Lavendelfeldern ist, ganz wunderbar. Ich habe oft da gesessen und habe mir nur gedacht, wenn im Disney-Film überall die Schmetterlinge gezeigt werden, die hingehen und sich Leuten auf die Schulter oder sonst wo sitzen, dann denkt man, ach, was für ein Kitsch. Wie fürchterlich. Wie kann Disney sich sowas einfallen lassen? Und dann sitzt man hier in Valenzuela und der Schmetterling landet auf dem Knie oder auf der Schulter wie im Film. Und dann hat man zwei auf einmal und einer fliegt ins Wohnmobil, der andere setzt sich auf Brian oder Ivo, die dann ganz verdattert gucken, obwohl ich sagen muss, dass Brian der häufig ausgesuchtere war. Vielleicht ist das seine braune Farbe. Es war also einfach herrlich, hier zu sein. Die Ernte, mit der man zugucken kann, das ist ganz erstaunlich. Die hat eine sehr lange Tradition hier in der Valenzuela-Gegend. Die Lavendelblüten werden zusammengebündelt, wie hier in diesem traditionellen Lavendelsträußchen. Hallo Brian, möchtest du auch im Film sein? Ist eben das Lavendelsträußchen, ist ein sehr schönes Sträußchen. Wie gesagt, so werden die aufgehangen, Kopf unter, getrocknet, dann in die Destillerie zum Lavendelöl herauspressen gegeben. Es werden Seifen davon hergestellt. Eine Jahrhunderte-Tradition, die immerhin weiterbehalten wird. Und es ist eben ein Wirtschaftsgut. Der Lavendel gehört zu den Agrarprodukten dieser Region. Wir waren hier auf einem France Passion Stellplatz und waren da insgesamt 5 Nächte. Das ist in Ordnung. Man sollte sich anmelden, wenn man angekommen ist, obwohl die Madame, die das Ganze gehört, doch sehr freundlich ist. Das andere, was in dieser Gegend erstaunlich ist, ist der Dunkelnachthimmel. Ich freue mich immer wieder, wenn ich die Milchstraße mit bloßem Auge sehen kann. Natürlich, wenn ich eine 2-minütige oder 4-minütige Belichtung mit meiner Kamera mache, dann sehe ich noch viel mehr Sterne, als ich mit dem bloßen Auge sehen kann. In der Gegend kann man noch die Milchstraße sehen. Man muss natürlich wissen, in welche Himmelsrichtung man schauen muss und um wie viel Uhr die Milchstraße aufgeht, in welcher Richtung sie dann steht, weil es ist ja nicht, als ob die Milchstraße genau 180 Grad über uns ist. Trotzdem fasziniert es mich immer wieder, ganz unter den Sternen zu stehen und zu sehen, wie viele Millionen Sterne da oben am Himmel sind und wir hier unten. Es relativiert die Problemchen, die man glaubt zu haben, wenn man sieht, was für ein kleines Menschlein man ist in diesem Universum. Und ich finde das unwahrscheinlich entspannend. Brian und Ivo gehen oft mit, wenn ich fotografiere nachts und sitzen dann. Ich zeige euch mal ein Foto, wo mich Ivo begleitet. Ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt, aber ich zeige es euch dann hier nochmals, damit ihr mal seht, wie mein Kater mit mir rausgeht und Sterne fotografiert. Wir hatten auch ein paar technische Probleme hier. Einen Morgen wollte ich um 6 Uhr morgens zur Sonnenaufgangsfotografie unterwegs sein und wurde anstatt dessen vom Piepen meines Kühlschranks geweckt, der sich beschwerte, dass er keine Gaszufuhr hatte. Ich hatte nämlich noch 5,7 Kilogramm, also genügend für 2 Wochen den Kühlschrank zu betreiben. Auf France Passion stehe ich im ohne Strom. Was ich verbrauche, ist nur der Kühlschrank, der Gas verbraucht. Das sind ca. 500 Gramm am Tag.
Das heißt, eine 11-Kilo-Flasche reicht für 22, 23 Tage normalerweise. Wenn ich nicht damit koche und da es heiß ist und auch sehr heiß war, habe ich nicht hier mitgekocht, sondern habe draußen gekocht. Ich habe da so einen kleinen Butankocher, den ich mir gekauft habe mit so Gaskartuschen. Die stelle ich dann vor das Wohnmobil und koche da drauf oder auf meinem Grill. An dem Tag ist also dann die Sonnenaufgangsfotografie entfallen. Ich habe dann auch den Kaffee von Hand gemacht, anstatt mit der Stromzufuhr, die ich durch Solarstrom über meinen Inverter habe, aber dann bin, um draußen zu fotografieren, ist mir meine Kaffeemaschine doch ganz lieb. Da tue ich dann meinen Stromerzeuger. Hallo? Was ist das, Schmuse? Meinen Stromerzeuger anstellen und benutze meine Kaffeemaschine. Und das ist auch sehr angenehm. Sag mal, was machst denn du hier? Ist dir nicht zu warm? Das hier ist der Schmuser vom Dienst, wie ihr sehen könnt, der sich natürlich auch in Szene setzen muss, wenn Mama hier mit dem Mikrofon und der Kamera spricht. Nun lass mal gut sein. Ist ja gut. Jetzt Schluss. Hier in der Provence hat Brian immer das Problem, dass er ständig irgendwelche Kletten in seinem Bart hat, weil er natürlich immer neugierig ist und alles beschnuppert und dann hängen sich die Kletten bei ihm fest. Die Sonnenaufgangsfotografie haben wir dann natürlich am nächsten Tag nachgeholt und haben auch früh morgens die Drohne fliegen lassen. Das war sehr nett. Der Nachbar hat sich noch dafür interessiert. Und ich habe ihn mal kurz fliegen lassen, weil meine Drohne auch ohne Führerschein jetzt geflogen werden darf. Das ist ganz neu. Die hat eine Sonderzulassung bekommen vom Hersteller. Obwohl ich natürlich den großen Drohnenführerschein habe, braucht man ihn jetzt nicht mehr. Aber ich habe ihn halt gemacht und ich wollte ihn machen, weil ich wollte alle Regeln kennen, damit ich dann gegen die verstoßen kann, die ich weiß, dass es nicht schlimm ist. Ich werde niemals in einer Flugschneise fliegen, ich werde niemals im Naturschutzgebiet fliegen, ich werde niemals über 125 Meter fliegen, weil das einfach Eingriff in den kommerziellen Luftraum wäre. Bis vor kurzem gab es noch eine ganz tolle weltweite App, die hieß AirMap. Und auf AirMap konnte man noch mehr sehen als bei den Hersteller-Drohnen-Application. Leider hat die ihren Dienst jetzt eingestellt und ich habe noch keine gefunden, die gleichwertig mit AirMap wäre, wenn man im Ausland fliegt. Innerhalb von Deutschland natürlich gibt es die offizielle Drohnik-App, sehr gut finde ich und auch nett gemacht. Aber wenn ich in Frankreich bin, ist das schon wesentlich schwieriger. Und suche eigentlich, und deswegen erwähne ich das hier, falls jemand von euch Drohne fliegt, lasst es mir in den Kommentaren wissen. Wir würden uns freuen, das zu hören. Ich teile noch ein paar Bilder mit euch, die wir hier gemacht haben und die uns eigentlich gut gefallen und hoffe, dass ihr mal herkommt und dieses wundervolle Erlebnis habt, durch die Lavendelfelder zu gehen und die Lavendelblüten anzufassen, die Tausenden von Bienen zu hören, die um uns drumherum summen, wenn wir das tun und von Blüte zu Blüte fliegen und all die Schmetterlinge zu sehen, die es da zu sehen gibt. Das würde euch bestimmt sehr gut gefallen und ich würde mich freuen, von euch dazu Kommentare zu finden. Lasst uns einen Daumen hoch da, ein Abo wäre noch besser. Begleitet uns noch auf den Rest des Weges, denn wir fahren heute von Vanenzole wieder runter vom Plateau in die Richtung Manosque. Ich muss in den Supermarkt, ich brauche ein bisschen Brot, ein bisschen Milch, ein bisschen Butter. Ryan braucht noch etwas Futter, der hat einen gewaltigen Appetit manchmal. Wo ich danach hinfahre? Drei Möglichkeiten und ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehe. Aber ich erzähle es euch mal und dann könnt ihr ja beim nächsten Mal reinschauen und seht, wofür ich mich entschieden habe. Die erste Möglichkeit wäre über Forcalquier und Banon, über die Vaucluse zurück an die Autoroute du Soleil, die A7 zu fahren und dann den gleichen Weg zurückzufahren, wie wir gekommen sind, vielleicht mit einer Übernachtung am Mont Ventoux. Ich würde euch nämlich sehr gerne den Mont Ventoux bei Sonnenaufgang zeigen und einem Stopover in Chisclan, meinem Lieblingsrot, Rosé und Weißweinlieferanten, eine Winzereigenossenschaft, die einen Stellplatz betreibt. Die zweite Möglichkeit wäre, da auch runter nach Manosque und danach auf den Lac Sainte-Croix zu halten, über Moustiers zurückfahren und dann auf die Route Napoléon nach Norden auf Grenoble zu. Die dritte Möglichkeit wäre direkt vom Supermarkt ohne den Umweg über den Lac Sainte-Croix auf die Route Napoléon und nach Norden zu halten. Es gibt eine östliche und eine westliche Variante der Route Napoléon. Beide sind landschaftlich sehr schön, aber ich weiß nicht, ob ich schon ganz im Herzen bereit bin,
die Provence und die Lavendelfelder zu verlassen. Das ist so mein Dilemma. Bis dahin alles Gute. Nochmals, bitte lasst uns einen Daumen hoch, lasst uns ein Abo da. Ich würde mich halt freuen, mit euch zu interagieren und von euch zu hören. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. A bientôt. Bonjour aus der Provence. Ich weiß nicht, ob ihr all die Zikaden hinter mir hören könnt, die Bienen, die Grillen, was weiß ich. Es ist hier sehr, sehr viel los.